Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich chill hier gerade noch auf einem Kinderspielplatz. Wir gehen heute zur Burgruine Wildenburg. Und ja, wir haben hier geparkt. Dann wollte ich das Intro für euch noch kurz drehen und dann geht's auch schon los. Ich zeige euch dann die Burgruine. Das Ganze wird ein relativ kurzer Spaziergang. Das sind, glaube ich, 8,5 Kilometer oder so. Aber wer weiß, vielleicht verlaufen wir uns ja auch wieder. Nach den ersten paar Metern bin ich dann tatsächlich ein bisschen erschrocken. Hier wurde ganz schön was abgeholzt und so wirklich gefallen hat mir das jetzt nicht. Grund kenne ich aber natürlich nicht. Wir sind dem Weg dann weiter gefolgt Richtung Wildenburg und Mats hat mich dann ein bisschen überrascht und hatte plötzlich einen Gimpel in der Hand. Bedeutet, mit ein bisschen Übung werden die Videos in Zukunft ein bisschen erschütterungsfreier. Und dann waren wir auch schon auf den letzten paar Metern kurz vor der Burgruine. Schaut sie euch an. Ich denke, ihr habt gesehen, wie gut erhalten diese Burgruine ist. Sie ist wirklich unglaublich schön und die Aussicht ist einfach einmalig. Wirklich. Ich mag sie sehr gerne. Ich habe leider ganz, ganz viel vom Ton weggeschnitten, weil einige junge Menschen oben waren und haben Bierpong gespielt.
Und die Musik würde sonst mein Video sperren. War jetzt die Burgruine Wildenberg. Eine echt schöne Ruine, ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel wert. Die ist auch tatsächlich von dem Parkplatz, wo wir losgewandert sind, nur 0,8 Kilometer entfernt. Normalerweise mag ich es, dass die Attraktionen so in der Mitte vom Weg sind. Hier ist es aber auch ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie. Was ich damit meine, sehen wir gleich. Neben tollen Blick auf die Burg kann man hier dann auch viele Sachen entdecken. Hier sind zum Beispiel verschiedene Spiele, wo die Kinder Bäume zuordnen können. Der Kletterspaß darf natürlich auch nicht fehlen, aber Tyson, du bist dafür nicht geeignet. Okay, um das auch nochmal richtig zu stellen, hier werden Baum, Frucht und Plattform zugeordnet. Besonders interessant finde ich hier diese freischwebende Baumwurzel. Hier fühlt man sich quasi, als würde man unter der Erde sein und kann mal schauen, wie ein Baum so bewurzelt ist. Keine 200 Meter weiter gibt es dann so eine kleine Steinhöhle, in die man auch reingehen kann. Ehrlich gesagt ist da nichts Besonderes, aber sie war zumindest recht sauber und nicht mit Müll belagert. Und ja, wir haben hier kurz eine kleine Pause gemacht und ich habe da eine Schnecke gefasst. Natürlich haben wir uns die Höhle auch von innen angeschaut, aber wie gesagt, da gab es nichts Besonderes zu sehen. Ja, Matze grinst da schon und ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. War ja klar, oder?
bei wundervoller Aussicht konnten wir dann was zu Mittag essen. Von Kirchzell ging es dann nach Buch und dann über ein ganz schmales Weglein wieder zurück zum Parkplatz. Das war dann auch schon die Wanderung im Großen und Ganzen. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob sie euch gefallen hat. So, das waren jetzt entspannte 8,5 Kilometer. Die Route blende ich euch natürlich hier ein. Wir waren schon mal auf der Burgruine, damals hatte ich allerdings noch kein Komoot. Und ich wollte die unbedingt einmal aufgezeichnet haben, dass ihr die auch nachwandern könnt. Alle Infos zu der Route findet ihr auf meinem Komoot-Account. Der ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich über ein Follow freuen und auf einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.